Sie nennen sich Gotteskrieger, predigen den strengen Koran. Einige sind gewaltbereit. Islamistische Salafisten gelten als Bedrohung für die Sicherheit. Rund 1800 leben laut Experten derzeit in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf startet heute ein Aussteigerprogramm für radikale Islamisten. Ein Projekt, das auch verhindern soll, dass sich junge Menschen der Szene anschließen. Barino Basum war 18, als er nach einem Sinn in seinem Leben suchte. Freunde führten ihn in eine Moschee der Muslimbrüder in Köln. Hier konvertierte er zum Islam und wurde radikal. Er rechtfertigte Gewalt gegen Ungläubige. Doch nach 5 Jahren begann er zu zweifeln und schaffte den Absprung. Ich komme aus einem Haushalt mit einer Mutter, einem Vater, die eben immer für mich da waren und auch nachher mir noch Halt geben konnten und mir sozusagen einen Raum bieten konnten, in den ich wieder zurückkommen konnte. Anderen fehlt solch ein Raum. Das Land Nordrhein-Westfalen möchte nun verhindern, dass junge Männer auf der Suche nach Sinn an Salafisten geraten, mit einer Anlaufstelle, die ein möglichst breites Umfeld mit einbezieht. Hier gibt es Ansprechpartner, hier gibt es das Jobcenter, da gibt es Schule, da gibt es Beratung. Das heißt, da auch wirklich den Weg zu weisen, damit diese jungen Leute nicht in die Radikalisierungsfalle tappen. Von ungefähr 200 gewaltbereiten Salafisten alleine in Nordrhein-Westfalen geht das NRW-Innenministerium aus. Noch gibt es wenig Erfahrung mit Aussteigern. Diese Präventionsangebote sind ein Baustein im Kampf gegen den Salafismus neben Repression. Und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, viele aus der Szene wieder rauszuholen. Wenn das ganze Umfeld mit einbezogen wird, Eltern, Schule, Sozialarbeiter, dann könne es gelingen, sagen Experten, zumindest einige in die Gesellschaft zurückzuholen.